die Fraktion der SPD hat jetzt der Abgeordnete Weiß das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, manchmal kann man sich die Geister nicht aussuchen, die sich von einer parlamentarischen Initiative gerufen fühlen. Als SPD-Fraktion haben wir Anfang April aktuelle Zahlen dazu von der Landesregierung mit einer kleinen Anfrage abgefragt. Das hat dann auch ein entsprechendes Medienecho nach sich gezogen. Wir haben das gemacht, um den Handlungsbedarf aufzuzeigen. Wir können der AfD jetzt nicht verbieten, sich hier von unseren Initiativen inspirieren zu lassen. Aber auch bei diesem Thema gilt, wie bei allen anderen auch, liebe Kolleginnen und Kollegen, kein Mensch braucht die AfD. Das will ich vielleicht zur Einführung und zur Einleitung hier mal voranstellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben diese Zahlen zur Entwicklung der Grunderwerbsteuer abgefragt. Wir haben diese Zahlen abgefragt, weil wir beim Jahresergebnis 2021 gesehen haben, dass das Land Hessen im letzten Jahr mehr als eine Viertelmilliarde Euro mehr Grunderwerbsteuer eingenommen hat als im Plan. Mehr als eine Viertelmilliarde Euro mehr als geplant. Wir haben uns weiterhin einmal den tatsächlichen Aufwuchs der Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer seit der Anhebung 2014 auflisten lassen. Mit dem ersten vollen Jahr 2015, weil die Erhebung zum 01.08.2014 passiert ist, deswegen kann man sich als Vergleichsjahr, als Referenzjahr das Jahr 2015 nur anschauen. Seitdem ist der Aufwuchs in jedem Jahr summiert, in den letzten sechs Jahren hat sich summiert auf 2,6 Milliarden Euro. Das heißt, obwohl keine Hebesatzerhöhung passiert ist und obwohl, wie wir eben auch schon gehört haben, es nicht mehr Bescheide gegeben hat, hat sich die Einnahme in den letzten sechs Jahren aus dieser Steuer um insgesamt 2,6 Milliarden Euro erhöht. Und das zeigt, meine Kolleginnen und Kollegen, dass das Land Hessen an dieser Preisexplosion im Immobilienmarkt schlicht und einfach mitverdient, im Bereich von 2,5, 2,6 Milliarden Euro. Und Kollegin Dahlke, da kann man sich natürlich hier wohlfeil hinstellen und sagen, na ja, wir haben in den Koalitionsvertrag aber reingeschrieben, dass wir die Steuern nicht erhöhen wollen. Wenn man bei dem jetzigen Steuersatz alleine durch die Entwicklung am Immobilienmarkt bei gleichbleibendem Steuersatz von 2,6 Milliarden erhöht, mehr einnimmt, dann muss man den Steuersatz auch nicht erhöhen, wenn das so ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Aber wenn man das so feststellt, dann kann man sich überlegen, ob das so in Ordnung ist oder nicht. Und aus unserer Sicht ist das so nicht in Ordnung. Und wir sehen hier schlicht und einfach Handlungsbedarf. Ich will Ihnen das einfach an Zahlen dokumentieren. Wenn Sie es einfach ausrechnen können, ein Familienhaus im Ballungsraum, da ist wahrscheinlich realistisch, einen Kaufpreis von 500.000 € anzusetzen, da machen 6% Grunderwerbsteuer 30.000 € aus. Nur die Grunderwerbsteuer. Da kommt dann noch die halbe Maklerkortage drauf. Es ist nur noch die halbe, weil die SPD in der letzten Bundesregierung durchgesetzt hat, dass die andere Hälfte jetzt der Verkäufer bezahlt. Aber eine halbe Kortage ist trotzdem noch geblieben. Grundbuchkosten kommen da drauf, Notarkosten. Da sind Sie in der Summe bei Kaufnebenkosten bei 50.000 €. Und dafür brauchen Sie Eigenkapital. Denn das kriegen Sie nicht dementsprechend finanziert, wenn Sie nicht die entsprechenden Sicherheiten haben. Und dann sagen Sie einer jungen Familie mal, bevor du anfängst, dich überhaupt mit einem Hauskauf zu beschäftigen, musst du erst einmal 50.000 € Eigenkapital an der Seite zu haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein Problem. Und deswegen ist es richtig, dass wir an dieser Stelle darüber reden und dass wir uns auch überlegen, wie wir da zu Verbesserungen kommen können. Das Problem ist nur, dass die Landesregierung sich eben diese Überlegungen nicht macht, wie man da zu Verbesserungen kommen kann. Es liegen eine ganze Menge Vorschläge auf dem Tisch, aber von der Landesregierung habe ich dazu noch keinen vernommen. Man könnte beispielsweise den Preisdruck rausnehmen, indem man eine entsprechende Eigenheimförderung betreibt. Jetzt haben wir heute Morgen bei der Debatte gerade gemerkt, dass das Land das nicht macht. Das, was sie da mit den WIBank-Mitteln macht an Eigenheimförderung, das ist nicht mal ein Tropfen auf den heißen Stein. Man könnte als Landesregierung etwas machen, indem man massiv in bezahlbaren Wohnraum investiert. Auch das macht das Land nicht. Der Wohnungsbauminister Al-Wazir feiert sich ja schon alleine dafür, wenn die Zahl der geförderten Wohnungen nicht weiter sinkt wie in den letzten Jahren. Da kann man noch nicht einmal davon reden, dass es da einen entsprechenden Aufwuchs gibt.
Man könnte ein Programm auflegen, wonach man einen Nachlass bekommt, wenn man die Immobilien selbst bewohnt. Das macht NRW gerade. Bis zu 10.000 Euro Rabatt gibt es da. Hessen macht nichts dergleichen. Man könnte sich dafür einsetzen, dass der Erstkauf für Immobilien rabattiert wird, wie das in Schleswig-Holstein diskutiert wird. Macht Hessen nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die schwarz-grüne Landesregierung füllt sich die Taschen mit der katastrophalen Situation am Immobilienmarkt und macht andererseits keine Anstalten, an der Situation irgendetwas zu ändern, unter der vor allem zahlreiche junge Familien im Ballungsraum leiden. Das finde ich nicht in Ordnung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich habe gerade schon gesagt, es gibt inzwischen zahlreiche Vorschläge, nur keinen von dieser Landesregierung. Haus und Grund hat jetzt gerade gefordert, die Senkung der Grunderwerbsteuer auf 3,5%. Für einen Lobbyverband nachvollziehbar. Das würde jedoch auch alle die besser stellen, auch die, die sich 6% leisten können. Und nicht nur eben die Familien, um die es hier geht. Außerdem würde es in einer Situation, in der wir eine Ausnahme von der Schuldenbremse gerade beschlossen haben in diesem Jahr, und in der wir die finanziellen Folgen des Ukraine-Kriegs noch gar nicht kennen, der Einnahmeverantwortung widersprechen, die wir in der Verfassung stehen haben. Deshalb hat nicht einmal die VHU im Übrigen, die das Ganze heute auch mit einer Pressemitteilung flankiert hat, eine Senkung der Grunderwerbsteuer gefordert. Nicht einmal die VHU. Sie will stattdessen eine Stundungsmöglichkeit der Grunderwerbsteuer über 10 Jahre. Das wäre immerhin eine Verbesserung zum Status quo, würde aber auch unter dem Strich an der Höhe der Belastung nichts ändern. Die beste Lösung hat stattdessen wirklich, und die Kollegin Dahlke hat es ja und die Marian Schatzauer eben auch schon gesagt, die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag festgelegt. Dort hat die Ampelkoalition die Grundzüge eines Modells skizziert, welches ohne pauschale Absenkung der Grunderwerbsteuer dennoch Entlastungen für die Immobilienkäufer vorsieht. Dazu will der Bund den Ländern flexible Rabatte auf die Grunderwerbsteuer und für manche Käufergruppen sogar deren vollständige Absenkung ermöglichen, dass das Land, jedes einzelne Land, die Möglichkeit dazu hat, hier Familien zu fördern. Aktuell laufen gerade die Beratungen, wie dieses Modell konkret aussehen könnte. Ich finde, so ein bedarfsbezogenes und angemessen flexibles Modell wird dieser ernsten Situation am besten gerecht. Das muss gegenfinanziert werden. Miriam Dahlke hat gesagt, dass man dazu bei den Share-Deals noch ein bisschen mehr machen will, als man es gemacht hat. In der Großen Koalition haben wir etwas dazu gemacht in der letzten Periode. Das, was mit der CDU machbar war, mehr war an der Stelle nicht machbar. Vielleicht liegt das auch daran, dass die CDU natürlich auch großer Empfänger von Spenden der Immobilienwirtschaft ist. Das muss man einfach sagen. Bei dem Thema hat man bei der CDU einfach ein Problem. Aber vielleicht, und ich hoffe zumindest, dass wir zusammen in der Ampelkoalition das hinkriegen, die Regelung, die wir für Share-Deals haben, da noch einmal deutlich zu verschärfen, um dieses Problem und diese Lücke dann da auch zu schließen. Unsere Erwartungshaltung an die Landesregierung ist daher jedenfalls auch, dass sie sich positiv dieses Themas annimmt, dass sie endlich auch einmal an der Gestaltung solcher Modelle engagiert mitwirkt. Und wir erwarten hier auch ein klares Bekenntnis von Schwarz-Grün zur Entlastung der hessischen Immobilienkäufer. Wir erwarten, dass die Landesregierung im Bundesrat einer solchen Lösung – und der Bundesrat wird da sicherlich zustimmen müssen – einer solcher Lösung nicht entgegensteht und da konstruktiv sich beteiligt. Und dieser Appell kommt nicht von ungefähr, weil wir uns beim Thema Grunderwerbsteuer schon einmal gemerkt haben, dass diese Landesregierung ordentlich Vertrauen verspielt hat. Ich habe es eben angesprochen, 2014. Das war übrigens mit ein Grund, warum wir damals gegen die Erhöhung gestimmt haben. Es war angekündigt, vorab von der Landesregierung angekündigt, es gibt eine Erhöhung der Grunderwerbsteuer zum 01.01.2015. Und entgegen dieser Ankündigung und unter Bruch des Vertrauens, was damit gesetzt wurde, hat die damalige schwarz-grüne Landesregierung dieses vorgezogen, kurzfristig auf den 01.08.2014, entgegen der Ankündigung, damit das Vertrauen nicht nur hier der Oppositionsfraktionen, sondern auch vieler Familien, die Eigenheim sich zulegen wollten, enttäuscht. Das hat viele Familien viele Tausend Euro gekostet, dieses Vorziehen, entgegen des Vertrauens, was gesetzt wurde. Deswegen kommt dieser Appell noch einmal
an dieser Stelle ausdrücklich, was die Landesregierung angeht, weil wir erwarten, dass die vertrauensvolle Zusammenarbeit, die Sie damals beim Thema Grunderwerbsteuer nicht an den Tag gelegt haben, dass Sie die jetzt an den Tag legen, wenn es darum geht, mit dem Bund in Verhandlungen über den Bundesrat hier ein familienfreundliches Modell zu finden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Weiß. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Reul das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Thema Grunderwerbsteuer ist ein wichtiges Thema. Aber lassen Sie mich ganz kurz darauf eingehen, auf den Antragsteller. Der Antragsteller der AfD hat gesprochen über Geburtenrate, Lehrermangel und hohe Steuern für Auswärtige. Ich glaube, dort ist jedem klar geworden, dass es ein sehr seltsames volkswirtschaftliches Verständnis ist, die Steuern hier zu senken, zu hoffen, dass dann viele andere hierher kommen, die aber dann mit höheren Steuern zu bestrafen. Das weiß ich, wie das funktionieren soll, aber vielleicht ist dies auch das Geheimnis der AfD sowie der ganze Antrag an dieser Stelle. Mehr muss man dazu, glaube ich, nicht sagen. Der Rest erübrigt sich. Aber es ist spannend, wo stehen wir denn aktuell? Die Grunderwerbsteuer, Kollege Marius Weiß hat es gesagt, beträgt seit dem 01.08.2014 6%. Herr Kollege Schalauske, nicht 6,5, 6% haben wir hier in Hessen. Aber war wahrscheinlich nur ein Versprecher. Richtig ist, dass durch diese Steuer 1,9 Milliarden Euro eingenommen wird für den Landeshaushalt. Ich erinnere noch einmal an dieser Stelle auch daran, weil es angesprochen worden ist, das Thema Share Deals. Die Share Deals sind auf Initiative der Union im letzten Jahr zum 01.07.2021 geregelt worden durch ein Bundesgesetz. Und wie gesagt, wir sollten gemeinsam, und meine Kollegin Miriam Dahlke hat es ja gesagt, dass eventuell dort noch weitere Absenkungen sein könnten, anstatt 5% auf 10%, um das Thema der Share Deals anzugehen. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema. Aber letztendlich müssen wir auch mal schauen, welche Auswirkungen hat denn diese Regelung, die im letzten Jahr getroffen worden ist. Und deshalb zum Thema der Share Deals. Das ist natürlich ein spannendes Thema. Es ist auch nicht jedem genau präsent, was es eigentlich bedeutet. Sie sind nämlich zuständig für die Steuergestaltung, bei denen nicht das Grundstück, sondern nur Anteile an dem Grundstück des besitzenden Unternehmens verkauft werden, um die Grunderwerbsteuer nicht leisten zu müssen. Dies ist ein Kniff, den die Steuergesetzgebung hergibt, und wir sollten schauen, dass wir dort an dieser Stelle versuchen, die Lücke gemeinsam zu schließen. Insgesamt, und wie gesagt, die Initiative ist ja von Hessen ausgegangen, dass wir eine Regelung auf der Bundesebene haben. Das Gesetz ist jetzt noch nicht ganz ein Jahr in Kraft, sowas. Deshalb ist es spannend, welchen Ertrag daraus generiert werden kann und dass man schauen kann, welche Wirkung hat es bisher entfaltet. Oder welche Wirkungen werden zukünftige Regelungen denn entfalten? Es wurde angedeutet, der Bund ist auf dem Weg, eine Länderöffnungsklausel zu beschließen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, der Antrag von der AfD und auch von der FDP kommt halt einfach zu früh. Wenn Sie diese Anträge gestellt hätten, wenn der Bund, wenn die Ampel ein Gesetz eingebracht hätte und im Zweifelsfall auch beschlossen hätte und sie das dann beantragt hätte, dann hätte ich verstanden, dass wir darüber eine konstruktive Diskussion führen. Jetzt sind das einfach Anträge, die im luftleeren Raum stehen, weil wir noch nicht wissen, was die Ampel neben der Ankündigung im Koalitionsvertrag eigentlich überhaupt entscheiden wird. Welche Modelle gibt es? Es wird einmal diskutiert, die Senkung der Grunderwerbsteuer. Da muss man auch schauen, welche Effekte kann das denn erzeugen. Grunderwerbsteuer wird gesenkt, Immobilienpreise steigen weiter. Von daher entsteht dort auch kein Nutzen, sondern einfach nur eine Kompensation an einer anderen Stelle, im Zweifel dann auch für den jeweiligen Verkäufer. Insgesamt ist es schwierig, sich vorzustellen, ob jetzt nur die Senkung einer Grunderwerbsteuer der entscheidende Anreiz und Impuls ist, um in Wohneigentum zu investieren und dies zu kaufen. Ich glaube nicht, wenn eine junge Familie oder ein Erwerber diese Entscheidung trifft, dass das alleine abhängig macht von dem Thema der Grunderwerbsteuer. Wir haben ja heute Morgen schon gemeinsam zu diesem Thema einiges diskutiert. Und ich glaube, es ist spannend, wenn wir die Diskussion an dieser Stelle auch fortsetzen. Wenn man Rechenbeispiele sieht,
Bei einem Erwerb von 300.000 € sind 6% 18.000 €. Selbst wenn man das auf 3% senken würde, wären das 9.000 €. Unterschied von 9.000 €. In der jetzigen aktuellen Situation brauchen wir da, glaube ich, nicht lange zu diskutieren. Bei der Preisexplosion, die wir haben im Bereich der Baumaterialien und in den anderen Bereichen aufgrund der Lieferkettenstörung, da ist dies eigentlich im Grunde genommen zurzeit kein Betrag, der von Relevanz ist, weil die Preissteigerungen allgemein grundsätzlich schon bedeutend höher sind und viel mehr den Investoren und den jungen Familien wegnehmen, wenn sie dort sich engagieren wollen würden. Deshalb ist die Grunderwerbsteuer an dieser Stelle mit einer Senkung allein nicht das Mittel, wenn wir wollen, dass wir jungen Familien den Erwerb von Wohneigentum ermöglichen. Ich glaube, da müssen wir gemeinsam über andere Lösungen nachdenken und müssen wir schauen, was denn dort das Richtige ist. Der zweite Punkt, der angesprochen worden ist, neben der Senkung der Grunderwerbsteuer, ist natürlich das Thema Freibeträge für junge Familien bei Ersterwerb. Lieber Marion Schardt-Sauer, du hast es vorhin angesprochen, 500.000 €. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass eine junge Familie, wenn sie zum ersten Mal Wohneigentum erwirbt, dass sie dann in einer Größenordnung von 500.000 ein Investment tätigt. Aber es mag. Naja, ich weiß ja nicht, ob jede Familie in Wiesbaden in der Innenstadt investiert. So viele Lücken gibt es dort nicht mehr, wo man investieren kann. Aber das mag vielleicht für Sie vom rechten Rand relevant sein. Der normale Investor der von jungen Familien wird in der Erstphase nie so viel Geld in die Hand nehmen und nehmen können, um dort einen Freibetrag in dieser Größenordnung auszunutzen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Zwischenfrage zu von Frau Schardt-Sauer. Oh, selbstverständlich, gerne. Bitte. Dem Kollegen sind schon die aktuellen Grundstückspreise bekannt, außerhalb auch des Rhein-Main-Gebietes. Also jetzt mal ganz ehrlich, eine junge Familie, die für ein Grundstück, sagen wir mal, 150.000 € bezahlen muss, wird darauf bestimmt nicht ein Haus noch für 350.000 € errichten. Oder? Also man muss es mal ganz realistisch die Zahlen gegenüberstellen. Sowas, ich meine, vielleicht ist das also im ländlichen Raum überhaupt nicht vorstellbar. Und im städtischen Raum sowas halte ich es für ziemlich unwahrscheinlich. Da kann man sich aber dann gerne noch mal drüber auseinandersetzen, wenn die Ampel endlich das Gesetz beschlossen hat und dann die Möglichkeit besteht, auch dort dezidiert darüber zu diskutieren, welche Größenordnung denn die entscheidende Größenordnung ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Freibeträge. Ja, aber Sie sind wirklich mit Ahnung beschlagen, in großer Maße, in der Tat, ja. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir können gerne uns über Freibeträge und andere Programme unterhalten. Auch die finanzpolitischen Sprecher der CDU in Deutschland haben sich dafür ausgesprochen, dass, und ich zitiere, wer privat ein Grundstück, ein Haus oder eine Wohnung für den Eigenbedarf erwirbt, soll bei der Grunderwerbsteuer entlastet werden. Freibeträge und gespaltene Steuersätze können hierfür ein geeignetes Mittel sein. Vielleicht diesmal noch als ein Gedankenanstoß für die Ampel. Dadurch wäre es möglich, dass Familien den Wunsch nach Wohneigentum leichter erfüllen können. Aber auch für junge und alleinstehende Menschen oder Seniorinnen und Senioren, die im Alter ihren Wohnraum verkleinern möchten, würde dies einen deutlichen Anreiz zum Erwerb eines selbstgenutzten Eigenheims schaffen. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, und meine Kollegin Miriam Dahlke hat schon darauf hingeführt, wir haben einen Koalitionsvertrag in Hessen geschlossen, in dem wir niedergelegt haben, dass wir erstens die Steuer nicht erhöhen wollen und zweitens, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, wenn wir Einnahmen aus dem Bereich der Share Deals erzielen sollten, dann können wir dies auch zur Absenkung des Grunderwerbsteuersatzes nutzen. Wir haben bisher keine Werte, wir haben bisher keine Erfahrungen. Wie gesagt, das Gesetz gilt erst seit 1.7. des letzten Jahres. Und so wie wir gehört haben, will ja auch die Ampel dort an dieser Stelle initiativ werden. Sie hat ja formuliert, wir wollen den Ländern eine flexible Gestaltung der Grunderwerbsteuer, zum Beispiel durch einen Freibetrag, ermöglichen, um den Erwerb selbstgenutzten Wohneigentums zu erleichtern. Zur Gegenfinanzierung nutzen wir das Schließen von steuerlichen Schlupflöchern beim Immobilienerwerb von Konzernen, in Klammern Share Deals. Genau dies ist der Punkt. Und wenn wir eine gesetzliche Regelung haben, meine sehr geehrten Damen und Herren, dann können wir uns gerne darüber gemeinsam austauschen, können wir uns darüber unterhalten. Bis jetzt ist dies aber nicht der Fall.
Und interessant ist natürlich, der Bundesfinanzminister Lindner hat am Rande der Präsentation der letzten Steuerschätzung darauf hingewiesen, dass er das im COA-Vertrag dort niedergelegte Versprechen umsetzen möchte. Aber er hat betont, dass dies erst der Beginn des Prozesses ist und dass noch sehr viele Fragen offen sind, bis dort eine Lösung des Bundes kommt. Deshalb, das habe ich vorhin erwähnt, sind Ihre Anträge einfach zu früh. Gedanklich gibt es natürlich noch die Möglichkeit, und das könnte ein sehr interessanter Aspekt sein, wenn wir ein Förderprogramm für junge Familien, wir haben es diskutiert, über die WIBank oder in anderen Bereichen auflegen würden, um dort eine gezielte Förderung anzustreben und damit wir nicht nach dem Gießkannenprinzip vorgehen, sondern damit wir gemeinsam Kriterien festlegen können, wo wir sagen, dies ist uns wichtig, dort wollen wir Fördermaßnahmen zielgerichtet ausführen und wollen dann dort auch den jungen Familien helfen. Insgesamt sind Freibeträge im Moment eigentlich ein Problem dahingehend, dass sie durch die aktuellen Preisentwicklungen vollkommen marginalisiert werden. Deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, warten wir ab, was die Ampel beschließen wird. Und lieber Kollege Marius Weiß, auf die Entgleisung mit dem Thema der Spenden gehe ich nicht ein. Ich glaube, das war so ein kleiner Fauxpas. Ansonsten war die Rede gut. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Reul. Für die Landesregierung hat jetzt Staatsminister Boddenberg das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich mache heute Nachmittag ebenfalls davon Gebrauch, mich im Wesentlichen den vier Parteien der Mitte zuzuwenden, weil beim Antragsteller gibt es ja keinen Punkt, bei dem man nicht in irgendeiner Form mal die Ausländer bemühen muss. Das ist so daneben, dass es, glaube ich, einfach keinen Sinn macht, dass wir weiter über solche Anträge und solche Beiträge reden. Und bei den Linken geht das Stigmatisieren von Reichen schon los bei Familien mit zwei Kindern, die ein Häuschen kaufen wollen. Auch das ist nicht neu, aber das gehört halt als Vorspann dazu, wenn ich mich in Richtung derjenigen Kolleginnen und Kollegen wende, die ernsthafte Beiträge gebracht haben. Aber eins will ich ausnahmsweise doch auch mal sagen, Herr Weiß, das kann man so machen, indem man da solche Sätze reinrührt wie Spenden bei der CDU. Wir könnten uns mal mit dem Spendenaufkommen der SPD beschäftigen. Wir könnten mal über die DDVG reden. Ich lasse das alles weg. Ich will nur sagen, das ist doch eigentlich nicht Ihr Niveau. Und Ihr Redebeitrag war viel besser, als dass Sie mit solchen Argumenten in diese Debatte einsteigen. Ich will es einfach mal loswerden. Ich gebe zu, ich ärgere mich darüber ein bisschen, weil es ist völlig entbehrlich. Aber zur Sache selbst will ich vielleicht dann doch auch ein paar Sätze sagen, weil hier so leichtfertig mal Sätze formuliert werden, was man jetzt so alles machen könnte. Also seit den Ergebnissen der Steuerschätzungen von vor 14 Tagen vergeht kein Tag, an dem ich nicht ziemlich viele sehr kreative Vorschläge bekomme, was man denn jetzt so alles machen könnte. Gerade gestern Abend bei den Handwerkern, ich werfe das niemandem vor, das ist sehr menschlich. Und es ist auch vielleicht verständlich, wenn ich eine solche Presseerklärung rausgebe, wobei ich den Eindruck habe, die meisten haben nur den ersten, nämlich den Bruttoteil gelesen und den Nettoteil einfach verdrängt, weil da wird es denn schon ein bisschen enger mit dem Geld ausgeben und es wird auch ein bisschen enger mit dem, wir verzichten auf Steuereinnahmen. Um nur mal ein paar Beträge zu nennen. Wenn wir in Hessen das Steueraufkommen insgesamt ist ja genannt worden, 1% den Satz in Gänze reduzieren, von 6% auf 5%, dann reden wir über ein Minus von 330, 350 Millionen Euro. Das muss man wissen. Für die Variante 2, die auch diskutiert worden ist, nämlich könnten wir die Familien entlasten, 500.000 Euro, glaube ich, Frau Schardt-Sauer, haben Sie mal genannt, ist übrigens auch eine Zahl, die in den Reihen der CDU durchaus diskutiert wird, auch in der Bundespartei. Also wir sind da inhaltlich gar nicht weit voneinander weg. Gibt es eigentlich keinerlei Statistik außer einer Schätzung des Deutschen Instituts oder des Instituts der deutschen Wirtschaft? Da beträgt das Minus möglicherweise 800 Millionen Euro. Warum erlaube ich mir als Finanzminister darauf hinzuweisen? Ich glaube, es gehört zu einer seriösen Debatte dazu, dass man weiß, welche Folgen eine Idee, eine Gesetzesinitiative oder eine Gesetzgebung hat. Und dann bin ich, das will ich natürlich auch nicht vergessen, sehr gespannt darauf, was denn im Zuge der Haushaltsberatungen Ende des Jahres beim Doppelhaushalt 2023/24 so alles an konkreten Vorschlägen auch kommt, wie man diese Ausfälle möglicherweise kompensieren will. Das sage ich völlig ohne Zynismus. Nochmal, auch in meiner Partei gibt es durchaus die Idee, das Thema anzugehen, wenngleich ich auch sagen will,
Und deswegen steht übrigens, Herr Kollege Reul, ich muss Sie fast ein bisschen korrigieren, weil Sie ein wichtiges Wort weggelassen haben. Im Koalitionsvertrag von CDU und Grünen, ja, für den Fall, dass wir mehr Erträge bei Share Deals haben, steht das drin, was Michael Reul vorgetragen hat. Aber es steht das Wörtchen beispielsweise ganz bewusst, und das hat er weggelassen oder überlesen, deswegen dort, weil wir gesagt haben, vielleicht gibt es tatsächlich ja neben dem, dass man pauschal den Satz erniedrigt oder niedriger gestaltet oder dass man für Kinder mit Familien übrigens kein Mensch weiß, wie viele das sein könnten und welche Steuerausfälle es tatsächlich sind. Am Ende gibt es, wie gesagt, nur das eine Gutachten von den Wissenschaftlern in Köln. Die dritte Variante, und die hat Michael Reul zum Schluss angesprochen, nämlich, dass man möglicherweise, wenn man wirklich zielgerichtet fördern will, halt auch auf die Idee kommt, ein besonderes Förderprogramm zu entwickeln. So, und noch einmal, das ist keine Ausflucht, sondern das ist schlichtweg, ich glaube, der Vernunft geschuldet, dass, wenn es so ist, wie ich es beschrieben habe, was die möglichen haushalterischen Folgen anbelangt, und man einen politischen Nutzen haben will in der Zielgruppe, die hier beschrieben worden ist, macht es einfach Sinn, dass man alle Varianten diskutiert und nicht irgendwo mal eine Zahl raushaut, weil man glaubt, das ist schick, oder Haus und Grund applaudiert, weil man den Satz um 1, 2, 3 Prozentpunkte gesenkt hat. Haus und Grund, auch das kann man ja dann leicht rechnen, wenn man das Ganze mal 3 nimmt. Ich habe ja eben gesagt, 1% kostet rund 330, 350 Millionen. Dann reden wir über 800, 900 Millionen, vielleicht 1 Milliarde minus. Und da wird die Luft dann doch schon auch für einen relativ gut aufgestellten Haushalt des Landes Hessen sinnvoll. Und eine letzte Bemerkung will ich auch noch sagen. Wenn Sie gerade Spiegel Online lesen, werden Sie lesen, dass es jedenfalls den Verdacht auch beim Bundeskartellamt gibt. Aber mal losgelöst davon, man kann ja auch an der Zapfsäule sich selbst anschauen, was gerade mit den Benzinpreisen passiert. Dass möglicherweise der Benzinrabatt gerade schon wieder eher sich verflüchtigt, was die eigentlichen Effekte, die gewünschten, anbelangt, und die Preise teilweise wieder anziehen. Ich habe jetzt noch keine Analyse. Ich lese nur gerade die Überschrift und sage, schade, wenn es so ist, weil natürlich haben die Menschen und viele Pendler gerade vor allen Dingen gerade ziemlich große Probleme. Und ich will auch ausdrücklich sagen, dass ich das grundsätzlich für richtig halte, was da passiert ist. Aber es warnt doch in einer Richtung. Nämlich, dass wir auch bei der Grunderwerbsteuer mit Mitnahmeeffekten rechnen müssen. Und meine Sorge ist, und da können wir uns jetzt lange, Michael Reul, über die Preise 500.000, 600.000, 400.000, ich gebe zu, ich bin als Frankfurter natürlich geprägt von Preisen, die ich mir vor 10 oder 5 Jahren auch noch nicht hätte vorstellen können, auch und gerade für kleine Grundstücke mit kleinen Einfamilienhäusern, sofern es sie überhaupt noch gibt. Da könnte man auf die Idee kommen, dass der Markt, der halt einfach nicht nur bei den Mietern und den Wohnungsmietern oder Vermietungen überhitzt ist, sondern auch beim Erwerb von Eigenheim, das in wenigen Wochen, Monaten wieder absorbiert. Und das würde mich sehr, sehr ärgern, weil wir dann viel Geld ausgegeben hätten bzw. auf Steuereinnahmen verzichtet hätten, die am Ende, das sage ich mal etwas provokant, in den Taschen der falschen Eigentümer oder der Immobilienhändler oder Eigentümer und großen Konzerne landen würden, über die hier oft so ein bisschen auch hergezogen wird. Ist nicht meine gesellschaftspolitische Meinung. Natürlich gehört es dazu, dass man auch ein Haus verkaufen kann und sich am Ende darüber freut, wenn man einen möglichst hohen Preis erzielt. Aber wenn der noch einmal zusätzlich indirekt subventioniert wird, dadurch, dass man die Grunderwerbsteuer senkt und dann der Verkäufer sagt, na, das kann ich die 10 oder 15 oder 20 oder 30.000 Euro, die das jetzt weniger Steuer kostet, noch irgendwie auf den Preis aufschlagen, dann fände ich es irgendwie doof, um es mal ganz brutal zu sagen. Und deswegen wäre meine Bitte, ja, wir warten den Gesetzentwurf ab. Es ist ein Entwurf aus dem Hause des Bundesfinanzministers, der aber, jedenfalls war das vor wenigen Tagen noch so, noch nicht im Geschäftsgang ist, Referentenentwurf noch nicht mal auf dem Markt. Das ist gar kein Vorwurf, sondern ich weiß selber aus eigener Erfahrung, dass es eine gewisse Zeit dauert, bis man begonnen hat, aus einem Koalitionsvertrag dann auch konkrete Politik umzusetzen. Warten wir mal ab. Wir werden natürlich auch im Bundesrat dort ordentlich mitdiskutieren. Aber ich glaube, die politische Motivation, die dahinter steckt, und dann noch mal will ich ausdrücklich allen 4 Parteien danken, die sich dazu entsprechend geäußert haben, die ist, glaube ich, ziemlich einheitlich bei allen Parteien gegeben, nämlich dass wir versuchen sollten und müssen, dass der Erwerb von Eigentum jedenfalls wieder vielleicht irgendwann etwas einfacher und besser möglich wird, als das zurzeit der Fall ist. Allerletzte Bemerkung. Wir sollten uns aber auch nicht zu viel versprechen davon, denn wenn Sie sich mal die Eigentumsquoten in den 16 Ländern anschauen und die Grunderwerbsteuersätze,
dann werden Sie da auch alles und jedes finden. Also eine signifikante Indikation dafür, dass 3,5% in Bayern jetzt zu einer irren Eigentumsquote führen, gibt es auch nicht. Im Gegenteil, wenn Sie sich Sachsen anschauen, die haben auch 3,5%. Die liegen am ganz anderen Ende. Die haben noch andere. Ja, aber auch im Vergleich der Ostländer, Herr Schalauske. Ich wusste, dass der Zwischenruf kommt. Also eine signifikante Indikation dafür, dass es sofort eine entsprechende Wirkung gibt, haben wir leider nicht. Aber lass uns, wie gesagt, gemeinsam über alle Möglichkeiten diskutieren, dass wir in der Sache gemeinsam weiterkommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Staatsminister Boddenberg. Wir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit sind wir am Ende der Debatte angekommen und überweisen den Antrag der Fraktion der AfD mit der Drucksache 20-8527 und den Antrag der Freien Demokraten mit der Drucksache 20-8577 zur weiteren Beratung in den Haushaltsausschuss. Bevor wir zum nächsten Tagesordnungspunkt kommen, darf ich Ihnen mitteilen, dass die parlamentarische Geschäftsführerin und die parlamentarischen Geschäftsführer sich darüber verständigt haben, dass der Tagesordnungspunkt 8, das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 bei Kommunalwahlen mit der Drucksache 20-8504 zu 20-8383 zu 20-6347 heute nicht mehr behandelt wird. Ich denke, das trägt zur guten Laune aller bei.